Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, hatte ich nicht immer schon so ein Setup. Und zwar fing es, glaube ich, mit 11 an, indem ich meinen ersten PC bekommen habe, mit dem man wirklich fast kein Game spielen konnte. Aber ich würde sagen, in diesem Video zeige ich euch meine komplette Transformation von meinem Gaming-Setup, die dann jetzt also schon über 4 Jahre dauert. Wie ihr seht, haben wir hier diesen Ordner und dort ist wirklich alles drin, wie mein Setup mal aussah. Denn ich habe auch schon mal mein Zimmer umgestellt und so weiter, aber ich würde auch mal sagen, wir gehen jetzt auch mal endlich rein. Das hier war nämlich ungefähr mein erstes Setup. Ihr seht zum Beispiel, diesen Monitor habe ich immer noch behalten, auch wenn der natürlich nicht der beste ist. Aber für mich reicht er auf jeden Fall. Dann hatte ich hier noch alte Logitech-Boxen und hier hatte ich noch eine Maus und eine Tastatur von Trust. Da war halt einfach nur das Problem, dass man nicht die Farbe und so einstellen konnte. Und die Tastatur ist mir auch irgendwann noch kaputt gegangen, das weiß ich noch. Tatsächlich hatte ich mein erstes Setup zum Videoschneiden und weil ich mich nämlich sehr für diesen DJ-Kram und so interessiert habe. Deswegen seht ihr auch hier so ein kleines Mischpult, habe ich mir damals geholt. Und hier auch ein Mikrofon. Es war am Anfang für den Preis sehr gut, aber irgendwann ist es, keine Ahnung, kaputt gegangen oder so. Auf jeden Fall hat sich das dann richtig schlecht angehört. Da haben wir hier noch die schlechteste Webcam, die ich je gesehen habe. Das Bild könnt ihr euch wirklich nicht geben. Und hier ganz normale JBL-Kopfhörer, die hatte ich glaube irgendwie von meinem Vater oder so geklaut. Ja, und dann war es das eigentlich. Ihr seht, es ist eher so ein bisschen auf Schule und so ausgemacht und so. Ja, die Unterlage, die Lampe, da hinten noch dieser Stiftehalter und so, damit ich da halt schnell und so Hausaufgaben machen kann. Hier haben wir auch noch ein Bild von der Seite. Ihr seht den Gaming-Stuhl, meinen alten hatte ich da schon. Und hier drüber hatte ich noch ein paar Regale, wo jetzt hier auch noch Bücher drin waren und ja, hier war irgendein Blödsinn drin. Aber die Tapete ist auf jeden Fall gleich geblieben. Und dann fing es nämlich an, dass ich dann mein Setup umgestellt habe. Dort, wo es jetzt hier steht. Das hier war das erste Bild davon und man muss schon sagen, das sieht wirklich viel, viel cooler aus. Ich habe mir dann nämlich auch sofort einen neuen Tisch zugelegt. Den ich immer noch habe, der IKEA-Bekannt-Tisch. Bin ich immer noch sehr, sehr mit zufrieden mit dem Tisch. Ich habe mein Setup nämlich umstellen müssen, weil ich da nämlich dann einen zweiten Monitor bekommen habe. Den habe ich ganz, ganz günstig bekommen irgendwie. Und das hat dann da nicht mehr auf den alten Tisch und so drauf gepasst und in die alte Ecke. Ihr seht auch, mein Mikrofon hat sich verändert. Das war dann das Auna. Wirklich eins der besten USB-Mikrofone. Das ist mir leider wirklich überhitzt. Aber das war auch mein Fehler. Ja, und sonst hat sie sich immer noch nichts verändert. Das Bayern-Mauspad ist natürlich immer noch geblieben. Aber da hinten seht ihr jetzt schon, die Boxen hat sich jetzt geändert durch eine JBL-Box da hinten, das blaue Ding da. Hatte ich dann aber schon so eine ganz abgeranzte LED dahinter. Von den 20 LEDs in der LED-Strip haben da irgendwie nur noch 3 funktioniert, aber trotzdem sah es ganz gut aus. Und hier seht ihr das Ganze dann auch von weiter weg. Oh, hier haben wir auch neue Kopfhörer. Ich glaube, weil die JBL da kaputt gegangen sind. Das sind, glaube ich, ein paar ein bisschen günstigere JBLs. Und hier hatte ich dann meine Schulsachen und so liegen, anstatt den Mini-Kühlschrank, den ich da jetzt stehen habe. Und hier unten seht ihr mein PC. Wirklich, das war der größte Office-Rechner halt. Also nichts irgendwie, womit man halt Games drauf spielen konnte. Also für die, die sich auskennen, Ryzen 3 und eine Onboard-Grafik Karte war da drauf. Also, da könnt ihr euch schon vorstellen, dass ich damit 0 FPS in fast jedem Game hatte. Übrigens, die Ecke hinter mir sah dann auch mal so aus. Das Bild ist zwar etwas blöd hier gerade, aber ja, da hatte ich dann noch so eine Softbox stehen und dahinter war so ein IKEA-Regal und so. Und hier dieser The Voice of Germany-Sessel, der dann irgendwann kaputt gegangen ist. Das Bild habe ich auch noch hier. Da hatte ich dann zum ersten Mal 3 Monitore, weil ich meinen Fernseher noch damit angeschlossen habe. Aber das lief eher so semi-gut, weil ich da ja wirklich so komplett nach da gucken musste, um den Bildschirm vom Fernseher zu sehen. Aber ich habe, glaube, damals auch schon gestreamt, deswegen war das gar nicht mal so schlecht, zwischendurch mal den Fernseher anzuschließen. Habe ich aber, glaube ich, nie gemacht eigentlich. Und hier unten sieht man schon meine Playstation. Die ist dann auch irgendwann hoch ins Zimmer gewandert. Boah, aber mein Kabelmanagement war echt nicht das Beste, das muss man sagen. Da habe ich ja noch gar nicht auf die Kabel geachtet. Oh, das ist jetzt natürlich peinlich. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu einem der größten Upgrades, wie ich finde, von meinem Zimmer. Und zwar waren das diese Schaumstoff-Panels und man muss sagen, das macht das Ganze sowas von viel besser. Macht den Raum zwar etwas kleiner, aber es sieht halt einfach viel, viel cooler aus. Und da hatte ich auch schon mein jetziges Mauspad und meine jetzige Maus und Tastatur. Und hier habe ich noch irgendwie mit Klebeband versucht, meinen PC ein bisschen zu customizen, damit der irgendwie besser aussieht. Aber ja, das hat jetzt auch nicht so super geklappt. Hier ist zwar noch keine indirekte Beleuchtung, aber das sieht schon viel, viel cooler aus. Dann kam hier der neue PC und die Monitorhalterung. Das hat natürlich noch einiges aus dem Setup rausgeholt. Hier oben hatte ich dann noch ein Ringlicht, das benutze ich jetzt für meine TikToks. Und eine neue Webcam hatte ich da auch, die übrigens auch nicht die beste ist. Schade, habe ich 80 Euro oder so für ausgegeben. Man sieht schon, ich finde, ab dem Punkt nimmt das Setup so langsam Form an. Vor allem hier, dass ich mir Wallpaper Engine da geholt habe und dann so richtig coole Wallpapers hier hatte. Das hat das Setup dann nochmal auf ein ganz anderes Level auch gebracht. Ja, ist cool. Hier haben wir auch nochmal ein Bild, das tagsüber aussieht. Und hier meine JBL-Box ist dann hinter den Monitoren verschwunden, damit es noch cleaner aussieht, weil ich die fast eh nie gebraucht habe. Dann kam auch irgendwann die indirekte Beleuchtung, da habe ich dann ein Video drüber gemacht. Oh mein Gott, wie ich da aussehe. Aber ich würde jetzt sagen, ich habe viel zu viel erklärt, deswegen zeige ich jetzt eigentlich einfach mal, wie das Endergebnis aussieht. Ich finde es richtig krass. Komm, zeig uns das Ergebnis. Mit der Montage. Ja, da konnte ich mich mit der Kameraqualität, kannte ich mich da noch nicht so super mit aus. Das ist auf jeden Fall die indirekte Beleuchtung. Warte, ich möchte mir eben noch die Montage angucken. Ja.
kranke Montage auf jeden Fall. Ja, das kommt immer auf der Kamera nie so gut rüber, also so sieht's nicht in echt aus. Aber alleine, egal ob die LEDs dran sind oder nicht, dass man so einen Rahmen da drum hatte, hat das Setup auch noch ganz krass verändert. Und dann, als dann der dritte Monitor kam, haben wir hier auch nochmal ein Bild hiervon. Also ihr seht, ich habe das alles mit einzelnen Monitorhalterungen dran gemacht, weil ich die ja hochkant habe und mein Tisch nicht so groß ist. Deswegen müssen die nämlich flach an der Wand liegen. Und hier in meiner ganzen Wand sind Rohre, deswegen musste ich das mit Monitorhalterungen lösen, was ich mir aber, finde ich, gut gelungen ist. Und ja, das war dann das Endergebnis. Sieht unheimlich gut aus, wirklich. Hier war dann auch schon der Mini-Kühlschrank da und dann der Lego-Kopf, der jetzt da oben in den Regalen ist. Ist vielleicht nicht für jedermann was, aber boah, das ist schon krass. Wirklich, ist schon krass. Da hatten wir dann auch schon das Rode Mic, was ich jetzt auch benutze. Und hier HyperX-Kopfhörer mit einer Monitorhalterung, so wie das muss. Mit einer Headset-Halterung. Hier war dann auch schon das Kabelmanagement besser. Ich würde auch gerne noch diese Kabel, die sind ja immer noch da, würde ich gerne noch hinter dem Tischbein führen, aber es geht leider nicht, weil die alle zu kurz sind. Aber hier, finde ich, habe ich das super gelöst, dass hier nur ein Kabelstrang hergeht. Ja, und dann haben wir jetzt das Setup, wie es jetzt aussieht. Das Bild ist leider ein bisschen komisch, merke ich gerade, weil das Keylight hier so dran strahlt. Und dann gucke ich mal hier den Monitor an. Warte, das mache ich kurz besser. Ja, jetzt sieht es glaube ich ein bisschen besser aus. Na klar, das ist schon eher ein Downgrade zu meinem alten Setup. Das Ding ist halt, mein jetziges Setup ist sehr auf Produktivität ausgelegt, weil ich halt hier so gut wie möglich Videos aufnehmen muss, streamen. Wir sehen auch hier unten das Stream Deck, das benutze ich zum Beispiel zum Cutten oft. Dann hier die Box und alles. Die Monitore sind höher, damit ich auch gerade ungefähr da drauf blicke. Und hier unten haben wir natürlich das riesengroße Kabel für das Mikrofon. Und ja, das liegt da immer, weil nämlich das Mikrofon ja hinter mir ist, weil ich da ja immer meine TikToks aufnehme. Und da ich ja diese Videos hier nicht so häufig aufnehme, ist es dann für mich praktischer, wenn ich nur das Kabel von hier nach da eben rüberlege. Aber ich versuche dafür bald auch noch eine bessere Lösung zu finden. Die PlayStation ist jetzt übrigens hier so eingeklemmt. Ich weiß nicht, ob das im letzten Bild auch schon war. Und hier ist jetzt auch der Adidas-Schuh. Ja, hier oben die Kamera, die natürlich vom Stativ und hier ein Keylight alles. Man hat hier jetzt natürlich viele Ständer, aber es ist momentan einfach darauf ausgelegt, dass ich so gut wie möglich hier Videos und so weiter und so fort aufnehmen kann. Und ich finde, dafür ist es natürlich noch ganz gut. Ich werde mir hoffentlich auf jeden Fall irgendwann nochmal das perfekte Setup bauen. Aber ich muss schon sagen, ich bin mit diesem Setup echt zufrieden. Auch wenn es mal was anderes ist, was man kennt. Sonst hat man immer nur Blau, lila oder so die Farben. Aber natürlich kann das jeder so wissen, wie er will. Ich habe auf jeden Fall schon Pläne, die das Setup verändern werden. Vielleicht kommt dazu auch bald was. Aber da bin ich doch mal sehr gespannt auf eure Meinung zu meinem Setup.